Wir sollen irgendwas machen. Wahrscheinlich doch die Polizei ablenken, oder? Hier vielleicht irgendwie ein Funkgerät oder mit den Sirenen. Ach, kann ich hier reinfliegen? Ah. Kann in die Polizeiautos rein. Okay. Hier kann ich auch nichts machen, oder? Ein Motorrad. Was? Das ist perfekt. Ein Motorrad? Wo? Bin ich jetzt blind? Ein Motorrad? Wo ist denn hier ein Motorrad? Ich will mal in den Kofferraum gucken. Kann ich gar nicht so richtig, ne? So, wo ist hier ein Motorrad? Ah. Kann ich das jetzt irgendwie da hinten rüberbringen? Nee, ne? Wegfahren. Wo willst du hin, Mike? Ja, Mike hat die Schnauze voll. Mike geht wieder ins Bett. Oh nein. Ich dachte schon, er bringt die um. Okay, Mike. Das reicht jetzt. Bist du fertig mit Feuer? Schöne Scheiße. Okay, wow, was? Ich fahre. Oh, ich fahre. Hilfe, ich fahre. Jetzt sagt mir nur, wie ich Gas gebe, aber nicht, wie ich bremse. Na gut, die werden ja noch ein bisschen mit Mike beschäftigt sein da, oder? Ah. Oh, Alter, das mache ich aber jetzt. Oh, oh Gott sei Dank. Weiter. Ich fahre ja immer noch. Wie geil ist das denn? Wofür war das X? Was hat es gemacht? Nicht gut aus. Wie viel Polizei hier einfach mal ist, ne? Oh, Sondereinsatzkräfte. Ist das die? Haltet die Position. Ach so, das sind die. Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Los! Komm schon, komm schon, komm schon! Durchhalten, 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 durchhalten! Nicht schlecht, die Kleine, nicht schlecht. Feuer einstellen! Ich sagte, Feuer einstellen! Straßensperre Tango. Ein Durchbruch. Wiederhole, Sperre durchbrochen. Fährt nach Bakertown. Ja, 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 ja.
und doch erwischt. Na geil. Vorwärts, vorwärts! Das ist aber mal wenigstens eine ordentliche Flucht hier, ne? Oh oh. Achtung, Sniper. Gruppe 3, in Position! Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Oh, jetzt geht's mit Aiden rund. Kann ich sie heilen? Nein, kann ich nicht. Okay, wir räumen mal mit Aiden ein bisschen auf. Na. Na, hallo. Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Mit dem Sniper da oben? Wo war der? War der nicht hier irgendwo? Hier. Aha. Ja. Okay. Sie töten mich, Aiden. Ja, ich bin ja schon dran. Aufhalten. Bin ja schon dabei. Wo schießen die denn? Hier. Ja, ja, das sagen sie alle. Tu doch endlich was, verdammt nochmal! Oh. Das ist Einsatz. Oh. So, wir können wieder. Aiden, sie kommen! Du musst ihn vom Leib halten! Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Die Tür! Aiden, mach die Tür auf! Die Tür auf, ja. Komm schon, du. Ich würde sie gerne heilen. Kann ich dir helfen? Jody, ich kann nicht. Ah, du machst das schon. Du bist noch nicht in Sicherheit, Jody. Noch nicht in Sicherheit. Jody. Thank you.
ne? Verdammt nochmal. Ah. Schnell! Du musst sie ablenken! Spreng die Autos! Hab ich doch! Helikopter! Hol das Ding aus der Luft! Okay. Das krieg ich hin. Im Helikopter runterholen bin ich echt gut. Sie kommen immer näher! Du musst mir helfen! Wow. Helis schrotten like a Profi. Ja, Hust. Ja, da war ja was, ne? Mein Gott, ey, die totale Katastrophe hier. Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Wen genau? Wir haben schon viele, Komm, Aiden. Ich glaube, sie haben es kapiert. Na, das glaube ich nicht. Das sind ja nur die geiler Rauch. Wie geil das einfach aussieht. Das sind nur die Einsatztruppen. Ich glaube, die Führungskräfte akzeptieren sowas nicht. Gejagt. Das war dieses Kapitel. Im Zug entkommen haben wir geschafft, das Zugdach erreicht, Toilette haben wir auch geschafft, im Wald entkommen haben wir geschafft, mit dem Motorrad entkommen haben wir geschafft und die Stadt verwüstet. Was ist denn da nicht gespielter Weg? Interessant. So, was passiert, wenn ich das hier drücke? Nix. Es wurde ja jetzt gespeichert, ne? Dann würde ich nämlich sagen, wir gehen jetzt in eine Pause und wechseln danach das Spiel. Ich mache aber jetzt erstmal eine kurze Pause. Und dann muss ich mal gucken, was ist denn da mit meinem Handy? So, komm. Ich gehe jetzt erstmal in Pause, dann gucke ich, was mit meinem Handy los ist. Und dann wechseln wir das Spiel. Ich habe nämlich noch ein zweites Spiel auf der Liste. Wir werden aber natürlich Beyond Two Souls auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde das super geil. Das ist super spannend. Ich habe richtig geölt zwischendurch. Und ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe nur, hier an der Stelle wird jetzt gespeichert. Aber müsste ja, ne? Bei Abschluss des Kapitels müsste gespeichert sein, nicht beim Starten des nächsten. Naja, werden wir schon sehen. So, ich switche eben kurz in die Pause rüber. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen, ne? Bis gleich. Und ich muss hier noch was ändern. Es könnte etwas rumpeln, ich entschuldige mich schon mal. Aber wir wollen ja alle, dass ich ein bisschen näher ans Mikrofon komme. So gesehen direkt in eure Ohren krieche. So. Pegel ist ganz okay, oder? Kann man so lassen? Andere Mods bannen, ich mache es rückgängig. Ist da was falsch? Ja. Stimmt eigentlich, jetzt wo du sagst. Schon ein bisschen seltsam. Na, bin ich ganz tief in eurem Ohr? Ganz tief? So, ich glaube, es ist okay. Vielleicht ein bisschen laut noch. Aber das spiele ich lieber mit dem Mikrofon direkt vor der Schnüss. Okay. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unsicher, wo wir waren. Was hast du eigentlich für eine Leitung? Eine lange? Ich habe eine 100er Leitung, ist das. Bah. Tiki will, glaube ich, nicht, dass ich in ihrem Ohr bin. Yoshi darf das doch auch. So, okay. Komm, wir drücken mal weiter, gucken mal, wo wir sind, ne? Und, kann ich eigentlich den Kopf bewegen? Ne, kann ich nicht. Das ging nur bei Until Dawn, ne? Moment, da juckt es noch. Das ging nur bei Until Dawn, ne? Da kann ich auch nur so. Ne, okay. Okay, komm. Auf geht's. Mein imaginärer Freund. Hey.
Das ist aber ein bisschen unheimlich. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Ach. Trauriges. Oh, apropos. Wir haben ja heute ein Geburtstagskind. Alles Gute zum Geburtstag noch an den Kampfgnomen, falls ihr mich hört. Und wenn nicht, bitte, bitte sofort weiterleiten. Alles Gute und Liebe. So, okay. Fast vergessen. Hilfe. So, mit dem Moment, mit diesem Spielzeug eben ist mir was eingefallen. Auch aus meiner Jugend. Und zwar, ich hatte damals so ein ferngesteuertes Auto, die waren voll innen. Und, das habe ich dann nachts zum Laden immer angeschlossen, ne, wie man das so gemacht hat. Man hat ja die Akkus gehabt, so konntest du dann Stecker rein. Ist ja heute auch noch so, was erzähle ich denn da? Und auf einmal mitten in der Nacht fing das Ding an, sich vor und zurück zu bewegen. Da muss das irgendwie Funksignale gekriegt haben. Und das war dann die ganze, die sagt die Hustigi, oh schön. Das war dann die ganze Zeit so immer am Vor- und Zurückfahren. So. Das war auch unheimlich. Boah, war das fies. Naja, okay. So, gut, komm. Okay, wir können jetzt auf leisen Sohlensocken hier rumlaufen. Irgendwas machen können. Aha, Kekse. Oh, die sehen aber echt gut aus. Kann ich ranzoomen? Ich will an diese Kekse zoomen. Kekse. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Bäh. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Ach, verdammt. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Okay. Erwachsener halt. Das Doofe ist, sowas merkt man als Erwachsener selber ja auch oft gar nicht dann, ne? Wenn man immer so unter Stress ist, unter Druck ist. Huch. Okay, ich will mich noch mal ein bisschen hier im Haus umgucken. Hier noch was gibt. Ah, da, guck mal. So setzt man sich hin. So ist das richtig. Ist Weihnachten, ne? Da steht ein kleiner Elch. Aber doch für amerikanische Verhältnisse, ich nehme an, es ist amerikanisch, recht bescheiden, ne? Die Familie nicht viel Geld. Guck mich erstmal hier ein bisschen um. Wir erinnern uns, dir, hol dir einen Keks. Ja, will ich ja. Will dir einen Keks. Da kann man die holen. Können wir die trotzdem holen? Ne, jetzt kann ich damit nichts mehr machen. Mami hat keine Zeit. Hier aus dem Fenster gucken? Nein. Aber die Grafik ist einfach nur so geil. Hui! Rasante Kamerafahrt. Warte mal. Gucken wir nochmal kurz hier. Nein, nix. Können wir rausgehen, ob wir rausgehen sollen? Dann gucke ich aber erstmal die Tür da hinten. Oder wir gehen mal in den, Nee, ich gucke erstmal hier. Warte. Ach, jetzt kann ich da auch nicht mal rein. Da konnte ich noch reinlinsen. Okay. Was ist mit der Tür? Aber auf Socken ist das wahrscheinlich schlecht, ne? Kann ich? Da kann ich. Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Lass das, tu das weg. Krieg keinen Keks. Lass Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Huch. Klar, kein Problem. Null Problemo, Garage. Ist bestimmt hier, ne? Das ist bestimmt
Die Garage, ja. Na? Oh, das macht's echt nicht besser. Was war das? Öl, ne? Uah, Alter. Zum Teufel. Irgendwelche Geräte, die hier angehen, oder? Eine typische Ami-Flasche Öl. Boah. Nicht zufallen, nicht zufallen, nicht zufallen, nicht zufallen, nicht zufallen. Okay. Sowas möchte man aber auch, egal in welchem Alter, einfach nicht erleben. Hier, bitteschön. Danke, Schätzchen. 5 Liter Öl. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Oh. Komm her. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Oh. Ist sie eigentlich alleinerziehend, die Mutter? Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Okay. Auf einmal jedet also doch. Probier mal alles aus. Ist schon voreingestellt auf den Kinderkanal. Das sagt ja einiges. Ach, das war ausmachen. Oh. Naja, wollten wir jetzt nicht gucken, oder? Wolltet ihr Kinderkanal gucken? Und alle so, ja. Wir brauchen bestimmt unsere Stiefel. Kann ich hoch? Ich will das eben mal oben gucken. Kann ich? Komm, wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Das Bad.